Hallo meine lieben Birdrider, hier ist wieder euer Landsquid. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen schmatze noch am Anfang jetzt. Ich habe gerade noch ein Nutella-Brot gegessen. Aber jetzt machen wir weiter mit Resident Evil. Beim letzten Mal habe ich mein mathematisches Genie bewiesen, indem ich eine Rechenaufgabe die Schritte wie 7 plus 6 oder auch 1 plus 2 beinhaltet, ohne Zettel und Stift gelöst habe. Da seht ihr mal. Und jetzt gehen wir eine harmlose, unschuldige Pflanze töten, weil Jill einfach böse ist. Das wissen viele nicht. Das ist in ihrem Charakter so angelegt. Sie ist einfach das Böse in Person. Capcom wollte hier so ein bisschen den Kontrast schaffen, dass sie ein Szenario erschaffen, eine Welt, die schon sehr böse ist, mit bösen Firmen und Experimenten und Zombies und schrecklichen Monstern. Und dann haben sie da Chill reingesetzt als das noch Bösere. Also das ultimative Böse, umzingelt von Bösem, das aber im Vergleich zu ihrer Boshaftigkeit erblasst. Und das wissen wir, vertraut mir, ich bin der Lore-Experte hier. Und deswegen tötet sie einfach gerne. Das ist eigentlich alles. Sie verteidigt sich ja nicht gegen Zombies. Die könnten ja gar nichts tun. Die hat riesige Schulterpads, ne? Die können die gar nicht beißen. Aber sie tötet einfach gerne. Jill ist nur getrieben von dem Wunsch zu morden. Das macht ihren Charakter aus. Tja. Was will man machen? Chris dagegen ist das reine Gute. Ich habe ja schon über die Kontraste am Anfang geredet. Grün und Blau und super Elite-Militär und Rabauke. Ne, so männlich-weiblich. Leider sind beide braunhaarig. Da hätten sie noch mehr Kontrast reinbringen können. Aber gut, wie dem auch sei, Gut und Böse auch jetzt, habe ich gerade beschlossen. Hey, Haie, ich glaube, ihr braucht überhaupt kein Wasser. Habe ich durch wissenschaftliches Investigieren rausgefunden. Ich glaube, ihr könnt euch einfach Beine wachsen lassen und dann seid ihr Landhaie. Und dann haben wir ein Problem. Okay, Wurzelwerk. Stirb! Chassis liebt es einfach, Dinge leiden zu sehen. Okay. Die Wurzeln haben wir. Müssen wir jetzt eigentlich noch gegen die Pflanze kämpfen im Original oder gibt es den Kampf auch nur im Remake? Ich weiß ja gar nichts mehr. Aber nehme ich mir jetzt die Schrotflinte und vielleicht sogar den Granatenwerfer mit, der especially against living things useful ist? Oder nicht? Ich glaube schon. Bringen wir die Flaschen zurück und nehmen uns mal ordentlich Waffen mit, bevor wir in den Pflanzenraum gehen. Pflanzen, Pflanzen, Pflanzen. Wie findet denn ihr die Neuinterpretation von Pflanze 42 in Resident Evil 2 Remake? Ach so, warte mal. Im Resident Evil 2 Remake haben sie ja natürlich nicht die Pflanze geremaked. Ich bring schon alle. Ich bin schon. Leute, Hilfe. Ich kann nicht mehr. Trotzdem, wie findet ihr denn die Neuinterpretation aus dem zweiten Teil? Ja, von der Pflanze. Vor allem die Pflanzen-Zombies, ne, die da so als neue Gegner eingeführt werden. Hat schon was. Finde ich mutig. Hätte ich da reingehen müssen? Nee, ich muss da lang, glaube ich. Habe ich gerade meine Waffe abgelegt? Hilfe, Cursor, hör auf rumzuspringen. Was ist denn los? Wild ist er. Genau, ich gehe jetzt erstmal da rein. Ja, es passt schon. Aber ich rüste... Oh Gott, Hilfe! Ich weiß echt nicht, was er gerade hat. Ich muss das Steuerkreuz benutzen. Wenn ich den 3D-Stick zum Menü navigieren benutze, dann brennt die Welt. Ah!
Na, wie sie auch reagiert, nachdem sie der Tentakel wirkt. Sie haut den so weg und geht dann einfach ganz cool weiter. Es ist ihr wurscht. Sie ist innerlich schon lange tot. Sie ist eiskalt. Sie will einfach nur leiden sehen. Sie will, dass alles so leidet wie sie. Die Welt soll in dasselbe Leid gehüllt werden, das sie in ihrem Inneren trägt. Das ist ab jetzt meine Canon-Chill. Manche Chills wollen die Welt einfach nur brennen sehen. Kann ich wirklich erst? Muss ich erst? Ach, das ist ja auch... Oh, naja, okay. Soll ich noch Schrotflintenmunition mitnehmen? Ich rüste mich ja aus, als wäre die Pflanze was weiß ich was. Aber es kann ja nicht schaden. Aber vorher speichern wir mal. Mit meinem letzten Speicherband. Und dann habe ich noch 5. Und dann habe ich noch 3. Aber von dem Stapel das letzte Speicherband. Na? Oh, ich dachte schon, der findet die emulierten Memory Cards nicht. Meint ihr, das funktioniert wirklich? Hat schon mal jemand das getestet? Wir sollten das mal testen. Vielleicht weiß das Team hinter Resident Evil was, das wir nicht wissen. Vielleicht sollten wir mal testen, ob wir ewig leben oder immer wieder in die Vergangenheit reisen können, wenn wir genau, mit aufs Leerzeichen exakt auf einer alten Schreibmaschine diesen Code aufschreiben. Vorname, / wie oft hast du schon sowas gemacht, / exakter Ort, wo du bist. Wobei so exakt gar nicht. Du schreibst jetzt nicht irgendwie die Adresse, du schreibst einfach nur, wenn du in deinem Gartenhäuschen bist, Gartenhäuschen, 1. Stock, fertig. Sollten wir mal testen. Wer weiß. Voll bepackt mit schönen Sachen, die das Pflanzenleben kürzer machen. Hinein ins Endboss-Feeling. Okay, wir gehen wieder durch den Tentakelraum, dann die erste Tür rechts, geradeaus durch. Ich mag diesen Tentakel nicht. Ich meine, mittlerweile ist er schon fast, ne, ein guter Freund geworden. Kennt ihr das, wenn ihr Menschen nicht mögt? Aber gezwungenermaßen verbringt man viel Zeit mit denen. Und plötzlich mag man sie, obwohl sie immer noch genau die gleichen Menschen sind, mit den gleichen Quirks und Sachen, die einem genervt haben. Aber es ist fast so, als würde das Hirn in so einen Na-es-hilft-ja-nichts-Modus schalten. Dann mögen wir die Person halt, bevor wir es uns... Es gibt Leute, die sind so schlimm, da funktioniert das nicht mehr. Okay, die Granaten waren nicht sehr effektiv, deswegen versuche ich jetzt mal die Granaten gegen lebende Dinge, die mir Barry gegeben hat. Weil die Pflanze lebt. Oh, ich schieße sie gegen den Kamin, dankeschön. Aha! Danke, Barry, für deine Anti-Lebewesen-Granaten. Was würden wir nur ohne Barry machen? Tja. Ich wollte dich hingehen und die looten. Ich bin ein bisschen stark Resident Evil. Dammit. Ein bisschen viel Resident Evil 4 verseucht, glaube ich. Hat bestimmt den ein oder anderen Edelstein noch gefressen, die Blume, bevor sie gestorben ist. Kann ich verkaufen. Hey, ich tu's jetzt. Ich mache es jetzt, Leute. Ich nehme jetzt, glaube ich, das Heilkraut, das ich da drin habe. Ich wurde ein paar Mal getroffen, wenn auch nur ganz leicht.
Verschwendung aktivieren. Oh, das tut mir ein bisschen in meinem Looter-Herz weh. Tatsächlich, ich habe genug Heilung, ich muss mir echt keine Sorgen machen, aber ich will nicht nochmal. Ich will einfach nicht nochmal. Ich will nicht mehr. Der Helmschlüssel. Ich bin heute ein bisschen überdreht irgendwie, ne? Es tut mir leid. Ich weiß, dass viele die Sachen auch gucken, um dabei einzuschlafen oder so zum Chillen. Mit einer ruhigen, gemütlichen Stimme und ein ruhiges Spiel und so. Und da mache ich immer so Sachen. Aber was soll ich machen? Ich bin das Kleine, ich bin ich. Mal so, mal so. Je nach Tagesverfassung und Stimmung und Blödelgrad und Hirnmatschigkeit. Gerade bei Let's Plays. Aber ich finde, man merkt das auch in meinen Videos, ne? Dass die sehr stark auch von meiner Stimmung abhängig sind, ob ich das Video jetzt sehr... Wesker? Sehr melancholisch Jill, oder eher witzig gestaltet. So you're safe. That's what I was going to say. Where on earth have you been? You disappeared from the hall all of a sudden. I'm sorry, but I have my reasons. Perhaps you guys have met them? It was all I could do to protect myself against those strange creatures. Is that right? Anyway, it's good to see you're safe. Jill, our first priority is to get out of here. Yes, you're right. Now, there are a lot of rooms in that mansion that we can't get into because they're locked up. I have been looking around for clues. Okay, I'll go to the other house and see if I can find any clues. Will you do that? I'm counting on you. Ja, jetzt, wo ich absolut alles umgebracht habe, ne, kann Wesker hier natürlich leicht... Habe ich mich gerade erschrocken, weil ich auf diese blöde Wespe gestiegen bin. Ich dachte mir schon, um Gottes Willen, was ist denn jetzt los? Aber die haben drauf geachtet. Ich hab mich nämlich echt schon gefragt, so, hä, was schießt denn bitte Wesker da gerade? Aber er hat 3 Wespen erschossen. Okay, somit haben wir das Gartenhäuschen im Grunde auch schon wieder abgeschlossen, ne? Wir können jetzt zurück in die Villa. Wenn mich nicht alles täuscht, kommen jetzt schon langsam die Hunter. Wir können die Pistole quasi jetzt eigentlich wegpacken, so ungefähr. Meint ihr, Schrotflinte reicht für die Hunter? Ich glaube eigentlich schon, gerade auf dem Schwierigkeitsgrad, ne? Da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht die ganz schweren Geschütze auspacken. Soll ich nochmal speichern? Es fühlt sich fast wie eine Verschwendung von Schreibmaschinenpapier an, jetzt nochmal zu speichern. Aber ich habe wahrlich genug, holy moly. Und wir haben einen Boss gekillt, der wirklich auch nicht schwer war. Do you want to save your progress? Yes, please. Na. Ich glaube, das Problem mit dieser Unsterblichkeitstheorie durch Schreibmaschinenschreiben ist, dass man einfach die exakte Bezeichnung von den Orten, wo man sich gerade befindet, nicht unbedingt weiß. Das ist wahrscheinlich so ein universeller Code, wisst ihr? Wahrscheinlich heißen keine 2 Räume im ganzen Universum gleich, aber man muss die exakte Bezeichnung, alle so leicht unterschiedlich. Na, aber andererseits heißen die halt auch einfach irgendwie Trainerunterkunft. Ich glaube, davon gibt es schon viele. Hey, wisst ihr was? Ich glaube, für die Zukunft, weil ich auch gerade eins verschwendet habe, packe ich noch schnell die 2 blauen Kräuter ein und schmeiße sie noch schnell in die Kiste. Weil ich habe viel Heilung in meiner Kiste, aber tatsächlich gar nicht so viel Giftheilung. Und wir werden wahrscheinlich noch der ein oder anderen Spinne oder sowas begegnen. Packe ich einfach nur schnell die beiden Kräuter noch so, ne? Zum Mitnehmen. Oh, Leute, bin ich dumm.
könnte es zufällig sein, dass ich diese Teufelsstatue die ganze Zeit in das Tentakelloch hätte schieben können? Kann das sein? Die Idee kommt mir jetzt erst. Ja, jetzt ist ein bisschen spät, Chill. Hättest du früher dran denken müssen. Du grundböse Person, du. Aber vermutlich steht sie deswegen hier, oder? Nee, warte mal, ich kann die gar nicht schieben. Hä? Doch, aber nur in die falsche Richtung. Ja, aber es wäre theoretisch gegangen wahrscheinlich. Na gut, aber wahrscheinlich hat Chill in der Teufelsstatue ihr Abbild gesehen, ne? Die war ja sympathisch, die wollte sie nicht. Die wollte sie nicht töten. This is Jill. Brad? Oh, it's broken. Aha, sie hat jetzt das Brot gebrochen. Quasi wie Jesus. Ne? Brad, it's broken. Insofern ist das wahrscheinlich ihre Redemption Arc vom ultimativen bösen Wesen. Zu basically Resident Evil Jesus. Okay. Moment mal, die Batterie für den Lift finden wir dann erst später, nehme ich an. Die hätte ich jetzt nicht im Gartenhäuschen finden müssen, oder? Hoffe ich doch mal. Habe ich nämlich nicht. Falls ihr es nicht gemerkt habt. Schlangen! Das sind diese gefährlichen Himmelsschlangen, ne? Man kennt sie. Weiß ich, meine, die Geräusche von diesem jaulenden Hund hören sich realistisch an, aber es ist basically einfach nur jeder Husky ever, dauernd. Einfach so zum Spaß. Insofern würde ich mir da gar nicht zu viel Gedanken machen, wenn ich sowas höre. Wahrscheinlich will der Husky einfach nur Hallo sagen. Ich glaube, da bin ich nie lang gelaufen, ne? Hätte ich das mal gemacht, hätte ich die Gartenkarte. Wer hat bitte eine Karte von seinem Garten? Die Gartenmap. WTF. Irgendwann ist Spencer aufgewacht und hat gesagt, mein Garten ist zu groß geworden. Na, wahrscheinlich hat er sich mal verlaufen in seinem eigenen Garten. Es war in Wirklichkeit eher die Demenz wahrscheinlich, aber er hat gesagt, der Garten ist ja total unübersichtlich, gemeingefährlich. Ich möchte, dass Karten im Garten ausgehängt werden, damit ich den Weg wieder zurück in mein Schlafzimmer finde, wenn ich da spazieren gehe. Auch das anscheinend eine Erinnerung aus dem Remake. Ach so, genau. Ja, jetzt. Wie die Tür aufmacht, ist fast ein bisschen lustig, oder? Oh.
Wenn ich was in Spielen echt nicht mag, sind es Gegner mit One-Hit-Kill-Moves. Auch hier wie immer, bin ich mir nicht sicher, ob diese One-Hit-Kill-Moves auch im Remake existieren, im Original schon existiert haben, meine ich natürlich. Aber das ist immer so, oh Gott, wenn er den jetzt macht und ich bin instant tot. Dabei haben wir gerade erst gespeichert, wir haben nichts gemacht seitdem, ne? Es ist eigentlich alles chillig. Will you push the switch? Licht. Eagle of East, Wolf of West. The Doom Book Nummer 1. Ich wusste gar nicht, dass Doom mal eine Buchreihe bekommen hat. Finde ich ja interessant. Wäre bestimmt viel Doom-Lore drin. Gucken wir mal, ob irgendwas über den Slayer da drin steht. Irgendjemand hat das Doom-Buch kaputt gemacht, um so eine blöde Adlermedaille reinzulegen. Also jetzt weiß ich aber auch nicht, ob ich das gutheißen kann. Die Medaille aus dem ersten Doom-Buch. Jetzt werden wir nie erfahren, wie das Slayer mit bürgerlichem Namen heißt. Verdammt. Ich tippe ja auf Hans-Peter. Hans-Peter Blokowski. Es gibt ja zumindest die Theorien oder die Anspielungen auch, dass er wirklich, dass der Doom-Guy Nachkomme von Commander Keen ist, der wiederum Nachfahre von B.J. Blazkowicz ist, der Hauptfigur aus Wolfenstein. Warum nicht? Ich glaube sogar bei Commander Keen ist es offiziell, wenn mich nicht alles täuscht. Aber vielleicht täuscht mich alles. Warum löst du dich auf, Hunter? Hör auf, dich aufzulösen. Hunter sind schon nice und scheiße Kreaturen. I'll put some bullets in the back room. Use them in case of trouble. Ich hab ein paar Kugeln in den Hinterraum gepackt. Nutze sie im Falle von Schwierigkeiten. Oh ja, ihr habt mir mehr von den Waffen gegeben, die speziell gegen organische Sachen gut sind. Danke, Barry. Du bist der bärtigste Mensch in dieser Villa aktuell. So. Medaille rein, grünes Kraut rein. Das andere Zeug behalte ich mal eben kurz. Erste-Hilfe-Spray. Manchmal dauert das Aufheben von Sachen schon ein bisschen sehr lange, bis man die im Inventar hat, ne? Chill-Duck-Animation, Wirbel-Zwirbel-Animation, bestätigen, noch eine Wirbel-Zwirbel-Animation. Eieiei, muss das? Ich werde mir die Säuregranaten so lange aufheben, bis ich sie einfach nicht mehr brauche. Wetten? Bis wir es einfach durchgespielt haben. Na, schön, Leute. Aber dann würde ich sagen, machen wir jetzt für heute Schluss. Denn ich muss jetzt auch noch die Küche sauber machen. Na, Resident Evil haben wir noch nicht ganz durchgespielt, aber wenn ich die nächste Folge aufnehme, habe ich wenigstens die Küche schon durchgespült. Das ist auch nicht schlecht. Insofern, danke fürs Dabeisein und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann und mögen die Tentakel der Tiefe mit euch sein. Ciao.